Die Mund-Nasen-Bedeckung ist zum alltäglichen Begleiter geworden. Doch nicht immer bleibt sie deswegen auch im Gedächtnis und wird auch mal vergessen. Keine Maske zu tragen, kann aber teuer werden. Wer beispielsweise in Berlin in öffentlichen Verkehrsmitteln Mund und Nase nicht bedeckt und kein Attest vorweisen kann, der muss zahlen. Knapp 500 Bußgelder wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht wurden bereits in Berliner Bahnen und Bussen verhängt. Abhilfe gegen das Maskenvergessen sollen Automaten wie diese schaffen. In einigen Bahnhöfen deutschlandweit haben sie bereits Einzug erhalten. Auch der Einzelhandel will nachziehen. Denn laut Virologen wie Professor Christian Drosten bleibt die Maske Teil des Alltags. Auch wenn die Pflicht viel diskutiert wird und die Studienlage zur Wirksamkeit von Masken weiterhin dünn ist, empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation nach einer in Auftrag gegebenen Studie das Tragen einer Maske. Im Zweifel halten sie einen Teil der Viren ab und verhindern möglicherweise einen schweren Krankheitsverlauf und schützen teilweise andere in Verbindung mit ausreichend Abstand und einer guten Handhygiene.